Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, zu einem neuen Abend mit den Schlachtenwütern. Ja, wir spielen heute Abend Blutrausch und Blutrausch ist ein Abenteuer aus dem Abenteuerband Königsgambit in Kamborn. Das heißt, wir gehen nach Deutschland, ja. So, und da werden wir heute einsetzen. Für diejenigen, die das noch nicht mitgekriegt haben, ich muss ja Eigenwerbung machen. Schlachtenwüter ist ja jetzt auch ein Online-Shop für Rollenspiele. Wenn ihr also irgendwas braucht, zum Beispiel Königsgambit in Kamborn, ich weiß gar nicht, ob das im Shop ist, müsst ihr mal gucken. Ja, wenn es im Shop ist, mache ich euch auf jeden Fall einen Link unten rein. Zieht euch das. Ja, Freunde, Nacht. Und jetzt würde ich sagen, zocken wir mal los und ich kämpfe hier immer noch so ein bisschen mit meiner Technik, weil irgendwie alles anders ist heute. Darf ich noch mal eine Frage? Schlachtenwüter.de schreibt sich mit UE, oder? Mit Schlachtenwüter auf jeden Fall mit UE. Ja, ihr müsst Schlachtenwüter mit UE schreiben. Gut, dass du da noch mal fragst, Peter. Ja, gerne. Das müsste er sein, ja. So. Jetzt sind wir fertig. Schlachtenwüter mit UE. Gut, dass wir nochmal drüber geredet haben, Freunde der Nacht. So, dann würde ich sagen, labern wir gar nicht mehr lange rum, sondern wir fangen an zu spielen. Ja, unsere PIS-Agenten sind ihrem letzten Abenteuer nochmal mit Haut und Haaren entkommen. Darkwater Cove. Einige Zeit ist vergangen. Wir springen ein wenig. Eure Wege haben euch nach Kamborn geführt, einer kleinen Stadt in Deutschland, in der auch eine PIS-Station eröffnet werden soll. Und da seid ihr natürlich die richtigen Ansprechpartner, um das Ganze da in die Wege zu leiten. Und so kommt ihr eines schönen Tages in Kamborn an, mit dem Zug, und steigt aus. Es regnet, es dämmert, es ist Herbst und ein leichter Nieselregen fällt euch auf die Jacken, sodass ihr diese etwas enger um euch zieht und der Dinge hart, die da kommen. Vielleicht stellt ihr eure Charaktere einmal kurz vor für diejenigen, die euch noch nicht kennen. Ich kann mir zwar gar nicht vorstellen, dass es solche Leute gibt, aber der ein oder andere schaltet vielleicht erst jetzt ein. Perry. Perry Estor, Kanadier, eigentlich Führer für Dschungelexpeditionen, ist damals dann an diese Gruppe geraten über ein Abenteuer im Süden Südamerika und ist seit ein paar Monaten PIS-Agent, seit der in Afrika, in Ägypten genauer gesagt, Howie kennengelernt hat, der die Gruppe geworben hat als Agenten für Paranormales zu investigieren. Und eigentlich ist er freiberuflich unterwegs und er tut sehr weltoffen, ist aber eigentlich ein armes Würstchen, muss man sagen. Gut, dann kommen wir zu Albert Payne. Ja, der gute Albert, der ist Militärarzt gewesen in seinen 20ern und 30ern. Ist dann aber leider auf irgendwas gestoßen, was ihn nicht mehr so ganz an die Sachen mit glauben lassen hat. Ist dann halt weggegangen und ist auch in London dann auf die Gruppe gestoßen, nachdem mein erster Charakter, gestorben ist. Ja, heldenhaft auf jeden Fall. Ja. Und der ist im Moment jetzt so ein bisschen was, der gibt gerne Medizin aus, aber auch ein bisschen was zu viel und von der falschen auch mal ganz gerne. Ja, und dann kommen wir noch zu Miss Swan. Ja, guten Abend. Professor Emilia Swan, Historikerin an der New York University, jetzt aktuell aber schon im zweiten oder dritten Sabbatjahr. Nach der Expedition in Peru hat sie sich doch mehr dem Übernatürlichen zugewandt und ist jetzt auch mit ihren Kollegen bei PIS unterwegs und weiß noch nicht, wann sie an die Universität zurückkehrt, hofft aber immer noch mit einer großen wissenschaftlichen Abhandlung den großen weltweiten Ruhm auf sich zu ziehen und eine Erkennung zu finden. Und so steht ihr dort am Bahnhof in der beschriebenen Situation. Was wollt ihr machen? Nun, ich würde vorschlagen, wir suchen uns erstmal ein Hotel hier in diesem gastlichen Land. Ja, eine gute Idee. Ich würde auf Deutsch
jemanden rufen, der unsere Koffer irgendwie auf ein Wägelchen packt und uns zu einem Taxi bringt. Du sprichst Deutsch? Ich spreche Deutsch. Wie viel Prozent hast du? 50. Oh, 50%, gar nicht schlecht. Spricht sonst die Historikerin auch? Ja mal hilfreich sein. Spricht sonst noch jemand Deutsch von euch? Gar nichts. Eieieiei. Okay, gut. Ihr seht, wie Miss Swan vorgeht und ein Taxi ruft. Und Taxis gibt's ja aber eigentlich irgendwie gar nicht. Nee, warum nicht? Kleinstadt. 90er Jahre. Deutschland. Ja, da gibt's ja wohl gerade ein Uber. Dann würde ich mich nach einem Schaffner oder Bahnhofsvorsteher oder sowas auch umsehen. Ja, der steht da wohl. Hey, Sie da, Entschuldigung. Ja. Wir sind gerade angekommen. Wir suchen nach einem nahen Hotel. Können Sie uns da was empfehlen und uns auch den Weg dorthin öffnen? Oh, ja, natürlich. Hier, also zwei Straßen weiter ist das Deutsche Eck. Da können Sie einkehren. Das klingt, ja, nach dem ersten Haus am Platz. Haben Sie eine Möglichkeit für unsere Koffer? Das Gepäck ist doch etwas schwerer. Leider nein. Werden Sie wohl schleppen müssen. Ja, kommen Sie doch her, Miss Swan. Ihren kann ich auch noch getragen. Danke, Dr. Payne. Aber es ist auch wirklich nicht weit. Ungefähr 3 Minuten die Straße runter. Ja. Einen schönen Tag noch. Den wünsche ich Ihnen auch. Haben Sie einen schönen Abend. Ebenfalls. Ja, so wandert ihr die Straße hinunter und kommt dann auch nach den versprochenen 3 Minuten ungefähr zu diesem Deutschen Eck. Das ist so ein Fachwerkhaus, 2 Etagen, also mit Erdgeschoss 3. Und da ist so eine grüne Tür, die mal neu gestrichen werden könnte. Und in den unteren Bereich brennt Licht und oben in dem einen oder anderen Zimmer auch. So, dann werden wir es hier einmal versuchen, oder nicht? Ich halte die Tür auf. Bitteschön. Danke sehr. Ihr geht durch die Tür und kommt in den Empfangsraum und da steht halt so eine Empfangstheke quasi, wo eine junge Frau hintersteht und euch freundlich begrüßt. Guten Abend, die Herrschaften. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Suchen Sie ein Zimmer? Was hat der gesagt? Sie fragt, ob wir Zimmer suchen. Ja. Ja, vielen Dank. Wir suchen Zimmer. Oh, Sie kommen nicht von hier? Nein, tatsächlich aus verschiedenen Bereichen. England, USA. Wir bräuchten Zimmer, genau. Am besten Mr. Esther, Dr. Payne, 2 Zimmer oder 1 Zimmer für Sie? Piss zahlt doch. Ich würde sagen, wir nehmen hier wieder 1 Zimmer. Nun, dann bräuchten wir für jeden 1 Zimmer, bitte. Okay, für jeden 1 Zimmer. Ich guck mal, was ich da tun kann. Sie guckt so in ihr Buch und darf ich einmal die Namen erfahren? Dr. Emilia Swan. Emilia Swan. Wie heißen Sie? Guck dir den Perry an. Dein Name. Mr. Perry Estor. Mr. Perry Estor. Sie sind Landwirt? Wie kommen Sie darauf? Ich frage auf Französisch, ne? Du hast sie doch gar nicht verstanden. Achso, ich will auch nicht verstanden. Landwirt. Ach, was hieß das denn noch? Farmer. Sie fragt, ob du Farmer bist. Dann frage ich auf Französisch, wie sie darauf kommt. Was sagt er? Ich weiß es. Ja, nochmal auf Englisch, damit Emilia es versteht. er fragt, wie sie darauf kommen, dass er Landwirt sei. Na, er hat doch gesagt, er wäre der Mister. Nein. Also, ich bin der Mister, nicht der Melker. Das ist eben die Antwort. Ich
werde versuchen, ihr die Ansprachearten darzulegen. Das war anstrengend, ich merke schon. Ja, okay, wie dem auch sei. Ich habe hier Zimmer 11 und 12 und 13 für euch. Ja, 13 geht nicht. Warum nicht? Das versteht mich doch gar nicht. Du möchtest. So. Ich sehe nur die Nummer. Ich sehe nur die Nummer. Und sage zu Emilia, 13 geht nicht. Jetzt mach es doch nicht unnötig kompliziert. Ich nehm ihm den Schlüssel von der Nummer 13 außer Hand. Okay, und gib's ihm die 10 oder die 11 oder die 12. Okay. Gut. Geht ihr halt hoch in die Zimmer, schleppt eure Koffer da den schmalen Treppenflur hoch und bezieht dort eure Zimmer. Und ihr guckt nach draußen hin in einen Park. Ja, da ist so eine Parkanlage, da brennen halt so vereinzelt Laternen. Ihr seht halt hohe Bäume, die dort stehen, aber keine Menschenseele, die jetzt momentan dort unterwegs wäre. Deswegen sind wir eigentlich nach Kambon geschickt worden. Wir sollen eine Pisseinrichtung hier Unterkunft einstellen. Ne? Dass wir hier einen Außenposten haben im Norden Deutschlands. Es gibt ihn schon oder wir sollen ihn gründen? Ja, wir sollen ihn gründen. Habt ihr das Briefing nicht mitbekommen? Nein, entschuldige, ich war mit Literaturrecherchen die letzten Wochen sehr beschäftigt. Ja, aber ihr habt uns doch extra erzählt. Ihr geht nach Deutschland und baut uns einen kleinen Vorposten dort auf. Das heißt, wir sollen nach einer Immobilie Ausschau halten? Ich gehe da stark davon aus. Oh, eine ganz neue Aufgabe. Ja. Ich freue mich auch sehr, mein Deutsch wieder mal nutzen zu können. Es war doch schon sehr eingerostet. Naja, kein Wunder. Mit den die Geschichten hier. Die Leute sind hart hier. Ich verstehe noch keinen Humor, habe ich gehört. Ja, sie sind schon etwas seltsam, aber nun, wir können doch mit fast allem umgehen. Eine Immobilie zu finden sollte doch möglich sein. Ja. Wie viel haben wir denn? Oder dürfen wir uns das aussuchen? Wie dürft ihr euch das aussuchen? Nur halt abends irgendwann, ab abends. Ja. Wenn sonst noch nichts mehr ist. Also wir haben jetzt eine Unterkunft. Ist das komplett mit kleiner Bar unten mit drin oder ist das reine wirklich Unterkunft? Da ist auch eine kleine Bar mit drin, ja. Ja, sollen wir dann den Abend erstmal ausklingen lassen und morgen früh können wir dann weitermachen. Ich würde noch gerne etwas essen, ehrlich gesagt. Denn das soll das Einzige hier in Deutschland sein, was einigermaßen verträglich sein soll. Naja, in einer Bar wird man doch bestimmt essen können. Auch in Deutschland. Weiß ich nicht. Ich weiß von einer Studentin, die uns mal besucht hat, dass sie hier Abendbrot essen. Abends. Das ist eine ganz traditionelle Mahlzeit. Ja, dann wollen wir das mal ausprobieren. Ja, ihr geht runter in den Raum und da sitzen halt auch noch einige andere Gäste, die allerdings alle aus Deutschland zu kommen scheinen. Die sind auch mehr mit ihren eigenen Dingen beschäftigt und gucken sich jetzt nicht groß um. Wobei, als sie hören, dass ihr Englisch spricht, das ist halt schon eine Seltenheit hier in Kambon und der ein oder andere guckt vielleicht mal etwas irritiert auf. Und dann gibt es halt ein klassisches deutsches Abendessen. Ne? Schön mit einem Teller mit verschiedenen Brotarten und Salami und Wurst und Käse und dazu ein Pilzchen. Mettwurst, nicht Salami. Dann von mir aus auch Mettwurst. Wir essen hier rohes Fleisch. Ja, die Engländer oder die Franzosen doch auch und die Engländer doch auch. Also. Weiß ich nicht, ob Mett wirklich so. Mettwurst. Ach so, nee, Mett nicht. Mett nie, aber. Mettwurst. So. Sagen nicht Salami. Ein Mettentscher. Ja,
Es schmeckt schon gut. Deftig, aber gut. Und dieses Bier? Besseres habe ich noch nicht getrunken. Mir die Bohnen. Hier ist jetzt eine Dose Bohnen noch dazu. Dann wäre es gut. Vielleicht auch ein Ei. Nein. Dann wäre das schon noch. Bei uns hier heißt es das englische Frühstück. Ja? Nun, ich bin gespannt. Ich habe noch nicht in Deutschland gefrühstückt. Mal sehen, was man uns morgen früh anbieten wird. Wie sollen wir denn morgen vorgehen? Haben Sie Ideen? Fragen Sie doch heute noch, ob wir noch irgendetwas hier in der Stadt besichtigen können oder angucken können. Vielleicht gibt es ja irgendeine von einem Theater oder sowas. Vielleicht. Oh, das ist eine gute Idee. Ein bisschen Kultur hier vor Ort. Wobei, es ist ja schon ein etwas kleinerer Ort. Ich weiß nicht, wie groß hier das Kulturangebot ist. Aber warten Sie. Kellner? Da ist kein Kellner, da ist nur die Dame vom Empfang, die euch da eingetragen hat, die das macht. Dann würde ich einfach mal zu ihr rübergehen. Also da ist jetzt mehr eine Pension als ein Hotel, ne? Und kleine Dingen, wo du halt ein paar Zimmer hast. Ja, die kommt aber, wo sie hört, dass du einen Wunsch hast. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir fragten uns gerade, ob man hier im Ort heute Abend noch etwas sehen kann. Gibt es hier ein Lichtspielhaus oder ein Theater? Ja, es gibt das Camborner Theater, ja. Das ist auch gar nicht ganz so weit. Haben Sie vielleicht den Park schon gesehen hinter ihrem Fenster, also hinter Ihrem Zimmer, hinter dem Haus? Ich nicht. Perry, Dr. Payne, haben Sie schon den Park hinter Ihrem Zimmer gesehen vom Fenster aus? Ja. Ja. Ja, die Kollegen haben den Park gesehen. Ja, da müssten Sie einmal durch und dann auf der anderen Seite ist die Hauptstraße von Camborne und da ist die Geschäftsstraße und da können Sie auch das Theater finden. Dann sollten wir sehen, ob wir dort noch eine Vorstellung besuchen können. Ja, die meisten fangen immer so um 8:30 an. Vielleicht haben Sie ja Glück. Ja, vielen Dank. Wissen Sie, was gerade gegeben wird? Ich glaube, ein Stück von Goethe. Goethe? Ah, ich musste in meinen Deutschkursen ein Stück von ihm lesen. Ja, vielen Dank. Dann werden wir uns da sicher auf den Weg machen. Wissen Sie was, Emilia, diese Sprache hört sich an, als wenn Sie jedes Mal irgendwelche Befehle brüllen würden. Das erinnert mich doch an meine Militärzeit. Nun, es eignet sich auf jeden Fall gut für solcherlei Gespräche, aber tatsächlich sprach die Dame davon, dass es ein Theater hier am Ort hinter dem Park gibt. Ja, ich habe gehört. Rechts oder links und so und du. Genau das. Ja. Nun, wir sollten aufbrechen, denn um 8:30 sind dort wohl immer die Aufführungen und es soll etwas von Goethe gegeben werden. Ich weiß nicht, haben Sie von diesem doch sehr bekannten Literaten gehört? Goethe. Ich glaube schon, dass ich von dem gehört habe. Ja? Ich bin ja nicht so für Theater normalerweise. Ein Dichter ist es. Egal wie dicht du bist, Goethe ist Dichter. Den haben wir damals noch in der Grundschule, haben wir den gesagt. Wobei nicht ganz Grundschule, so 5., 6. Klasse. Egal wie gut du kochen kannst, Karl Marx. Es gab da mal ein Theaterstück, das ich gesehen habe, mit tatsächlich nur einem Schauspieler. Die Leiden des jungen Werther. Ich muss sagen, es war doch ein etwas verstörendes Stück. Aber ich bin gespannt, was sie heute geben. Nun ja, besser als nichts, würde ich sagen, wenn es da auch gute Getränke gibt. Ich denke mal schon. Vielleicht, Theater ist eigentlich auch etwas für die höherklassige Gesellschaft, wobei ich glaube, in so einem kleinen Ort werden wir nichts
nicht so viel fündig werden. Aber vielleicht finden wir ja jemanden, der was verkauft an Immobilien. Meinen Sie, es gibt hier auch so etwas wie einen Immobilienteil in der Zeitung? Wenn es ihn gibt, kann ich ihn nicht lesen. Ich werde morgen früh mal nach der Zeitung fragen. Ja. Und dann, das Essen war ja ganz lecker. Aber sollten dann vielleicht aufbrechen. Gerne. Ja, ihr esst zu Ende und macht euch dann noch ein bisschen fertig und verlasst dann das deutsche Eck, hieß es, glaube ich, ne? Und lauft durch diesen Park. Mittlerweile ist es auch schon also komplett dunkel geworden. Der Regen hat ein bisschen aufgehört, aber so ein leichter Nebel zieht halt auf. Ihr hört die Krähen in den Bäumen krächzen und ja, ein paar Laternen beleuchten die Wege des einsamen und dunklen Parks, durch den ihr schreitet. Ihr lauft um eine Ecke und unterhaltet euch noch über die Abenteuer, die ihr so erlebt habt, oder über das gute deutsche Essen. Das sei euch selbst überlassen, als ihr vor euch einen Mann liegen seht. Ich würde mal hingehen und gucken, ob es ihm denn gut geht oder ob er ansprechbar ist, und wenn nicht, ob ich mal gucken kann, ob ich ihm helfen kann. Der Mann liegt auf dem Bauch und als du näher kommst, siehst du, dass er in einer Blutlache liegt und zahlreiche Verletzungen am Körper hat. Ich würde mich umschauen, ob da irgendeiner wegläuft. Beirufen. Ja, der Perry schaut sich um, ob er irgendwo jemanden sieht in den Büschen oder irgendwo anders, aber du kannst niemanden wahrnehmen. Und wenn er das sagt, dann rufe ich nach Hilfe. Und ich, ja, ich gucke mal währenddessen mal die Person an und gucke mal, ob man da, ob der noch lebendig ist, ob man ihm helfen kann und so weiter. Nee, der ist tatsächlich, also als du dich wehrst und so ein bisschen guckst und den Puls fühlen willst, siehst du, dass der ganze Hals halt aufgerissen ist. Der saftet ohne Ende, der hat ganz viele Wunden in seinem Leib, im Bauch, im überall. Und ja, du bist dir gerade gar nicht sicher, ob das vielleicht irgendwelche Wunden sind, die von einem Tier ihm zugefügt worden sind oder von einem anderen Menschen. Darf ich dann mal da irgendwie genauer untersuchen? Kannst du auf Medizin würfeln, ja. Kann ich. Mit einer 14, ja. Du guckst dir die Wunden ganz genau an und siehst halt, dass sie von einem langen, spitzen Gegenstand stammen. Also vermutlich ein messerartiges Werkzeug. Sonst irgendwelche Aufmerksamkeiten? Irgendwie ist die Wunde vielleicht geritzt oder sowas, dass die Klinge irgendwie geritzt ist oder... Das ist eine Gerade, nee, es sieht tatsächlich nach einem spitzen und scharfen Gegenstand aus. Also nichts, was jetzt nicht so ein Rambo-Messer mit Widerhaken oder sonst irgendwas, was jetzt aufreißen würde, sondern es sind alles Stiche, die halt ja von einem spitzen langen Gegenstand stammen. Habe ich sowas in meiner Militärzeit mal gesehen? Spitz, lang, gehe ich vom Bajonett-Flash aus oder sowas? Könnte sein. Aber mit einem, also so viele Stiche, wie der hat, wärst du halt mit einem Bajonett relativ langsam unterwegs. Ja, ein Bajonett kann man ja auch abmachen und nur so zustechen. Ja, du gut. Dann warst du aber im Prinzip auch so weit wie ein Dolch, ne? Ja. Ja, dann würde ich halt sonst noch gucken, aber irgendwelche sonstige Wunden hat oder irgendwelche Identifikationen, dass man ihn identifizieren kann oder sonst irgendwas, was ich bei hat. Du durchsuchst den so ein bisschen
Und findest in seiner Sakkotasche einen Schlüsselbund und eine Brieftasche. Und der hat so eine Mappe mit dabei. Die Mappe würde ich mal schnell durchgehen. Ja. In der Mappe sind Ausweispapiere von dem Mann, die ihn als König heißt er. Heinz? Jupp. Ah, Kalle. Genau. König. Dr. Georg König. Und der scheint aus Berlin zu kommen. Und da sind Geldnoten in dieser Mappe. Nicht wenig. Also ordentliches Vermögen da drin. Ja. Und an dem Schlüsselbund, da ist ein, also an einem der Schlüssel ist halt so ein kleines Schildchen dran. Da steht Arminius drauf. Sagt uns das was? Haben wir das vielleicht irgendwo mal gesehen? Ja. Mannsdenkmal. Ja. Ihm kann man leider nicht mehr helfen. Harry, haben Sie schon irgendwelche Hilfe bekommen, dass jemand hier gekommen ist? Harry hat genauso geflattert wie du. Ich habe einmal Help gerufen, da ist aber keiner gekommen. Wie weit sind wir denn in diesem Park schon drin? 10 Minuten. Also ihr seht auf der anderen Seite schon die Straße, von der gesprochen wurde. Da wäre es jetzt nicht so lange hin, wie wieder also zurück. Würde ich lieber nach vorne laufen als nach hinten. Ja. Wenn ich mich denn sonst nochmal umgucken, ob ich vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen sehen könnte, Spuren oder. Ja, du kannst mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen machen. Zu dunkel. Boah, es ist zu dunkel, es ist zu matschig, du kannst nicht wirklich was sehen. Kann ich mal gucken? Kannst du machen, ne? Schauen Sie, was Sie hier noch finden. Ich werde nach Hilfe suchen. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es einfach mal ein ruhiger Abend gewesen wäre. Ja. Perry, du schaust dich um und findest in der Nähe des Mannes einen blutigen Schuhabdruck. Etwas abseits. Hier, schauen Sie mal. Albert. Das Profil lässt auf Schuhe mit einer neuen Ledersohle schließen. Ziemlich neue Schuhe. Oder reparierte. Okay, ja, das ist ja ein erster Anhaltspunkt. Aber wie viele Einwohner hat denn hier Camborn? Sie können nicht jeden Einwohner hier auf seine Schuhe kontrollieren. Ja. Aber ne, deswegen ist es ja so, macht es überhaupt Sinn, die Schuhe dann in überhaupt drüber nachzudenken? Naja, es im Hinterkopf zu behalten, kann nicht schaden, wenn sie jemanden begegnen, auf das das zutrifft. Na, da werden sie schon recht haben. Nun ja, Brieftasche gefunden, ist da irgendwas Interessantes noch drin? Außer dem Geld und den Ausweispapieren, warte mal. Nee, außer dem Ausweispapier und dem Geld nichts. Und was stand nochmal auf dem Schlüssel drauf? Da steht drauf Arminius. Arminius. Ja. Könnte das nicht Miss Swan kennen? Das ist immerhin römische Geschichte. Gar nicht mal so unbekannte römische Geschichte. Ich schon an der anderen Seite an. Achso, ich dachte, ich bin ja Hilfe suchen.
Dann würdest du erst, dann würdest du erstmal Hilfe suchen. Du kommst halt an die Straße und da ist auch einiges an Fußgänger-, Fahrrad- und Kutschenverkehr. Ich würde einfach in die Menge rufen, wenn ich, oder auf jemanden zurufen, wenn ich jemanden sehe. Hilfe, Hilfe hier im Park, jemand braucht Hilfe. Ein junger Polizist sieht das und kommt halt zu dir. Was ist denn los? Im Park, da liegt jemand. Meine Kollegen, ein Arzt ist schon da, aber wir brauchen Hilfe. Im Park, okay, ich komm mal mit. Und er folgt dir und ihr seht dann, wie Miss Swan mit einem jungen Polizisten herbeikommt. Ich würde ihm auf dem Weg dann so erklären, wir waren im Hotel und wir sind jetzt auf dem Weg ins Theater gewesen und so weiter. Ja, er kommt halt zu dem Mann und sagt, ach, mein Gott, was ist denn hier passiert? Naja. Sie haben den Mann so gefunden? Ja, gerade eben. Ein Herr Hönig, wie wir anhand seiner Papiere feststellen konnten. Was sagt der Polizist? Können Sie Englisch? Er schüttelt den Kopf. Ich versuche auf Arabisch zu sprechen. Verstehen Sie Arabisch? Lass nur. Ich glaube, ich kann versuchen zu übersetzen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier alles übersetzen müssen, das wird eine Katastrophe. Ihr könnt Bruchstücke Deutsch und könnt euch verständigen, ja? Sonst ist das ja total doof. Die Cumburner können Englisch, kann ja auch sein. Oder so, genau. Englische Kolonie. König gefallen, 37 Mal Messer. Ja, also er guckt sich den halt oberflächlich an und bittet euch, den nicht zu berühren. Und er wird Verstärkung holen. Und läuft zurück zur Straße, wo er ein Fahrrad hat und verschwindet erstmal in der Nacht. Und ihr steht da halt immer noch mit diesem Leichnam und wartet. Als ihr plötzlich ein Knacken hört. In Büschen hinter euch. Haben wir ein bisschen was Ausrüstung bei? Ich gehe nicht davon aus, weil ihr ins Theater wolltet. Wir haben immer unsere Waffen dabei. Das ist ja selbstverständlich bei Kultur. Ja, Waffen ja, aber ich gehe jetzt von Taschenlampen und sowas aus dabei. Nein. Waffe reicht aber auch. Kann man da mal gucken, ob man da irgendwo so eine Waffe ziehen und da mal in die Richtung gehen? Ja. Albert zieht seine Waffe und geht langsam hinüber zu diesem Geräusch. Es ist in einem Gebüsch, ist irgendetwas, da raschelt etwas. Kommen Sie raus! Und würde vielleicht gucken, ob ich da irgendwie so einen Stein irgendwie am Boden finde, den würde ich mal ins Gebüsch werfen. Ja, du wirfst den Stein ins Gebüsch und du hörst es dann rascheln und dann läuft ein Vieh daraus. Vermutlich eine Ratte. So Größe von einer großen Ratte. Das war schon eine große Ratte. Deutsche Wanderratte. Ja, dann würde ich die Pistole wieder wegstecken. Und nochmal zu Swan gehen. Swan, der Schlüssel Armenius, sagt Ihnen das vielleicht irgendwas? Armenius, das ist doch... Moment, lassen Sie mich nachdenken. Was? Geschichte? Ja. Ja, du weißt, dass Arminius Hermann der Cherusker war, also der Hermann und der ein germanischer Fürst und Heerführer der Cherusker war, der durch einen Sieg in der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 nach Christus gegen die römischen Legionen bekannt wurde. Genau diese Information gebe ich an euch weiter. Der Verein Feldherr hat hier in Deutschland für das Römische Reich gekämpft. Ich denke, er hat gegen die Römer. Entschuldigen Sie, diese Leichen, das irritiert mich immer wieder. Natürlich hat er gegen
gegen die Römer gekämpft und tatsächlich einen großen Sieg davon getragen. Mhm. Er hat die römischen Armeen massiv dezimiert. Mhm. Ja. Aber also, was das hier mit zu tun hat, warum sein Name an einem Schlüssel hängt, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass das was mit Piss zu tun hat. Vielleicht ist die deutsche Polizei ja ganz gut. Wir Aber bitte, wie kann das sein? Wir sind gerade erst in der Stadt und als allererstes stolpern wir wieder über eine Leiche. Das ist doch einfach... Schicksal, meine liebe Schicksal. Ich würde meinen Flachmann aus der Tasche nehmen und das ausnahmsweise selber dann mal einen Schluck nehmen. Angry Feuer. Sie wollen jetzt aber nicht die Leiche verbrennen, oder? Die Polizei hat gesagt, wir sollen sie nicht anfassen. Nein, nur für die Nerven. Sie sagen doch immer, das sei gut für die Nerven. Sozusagen das ist gesund. Wunderbar. Und wenn es zu schlimm wird, dann... Ich habe hier noch ein paar Tabletten. Nein, es wird schon gehen. Und Perry? Ah, kein Problem. Dann würde ich Perry eine Tablette geben. Nein, ich brauche keine, mir geht's gut, das wollte ich sagen. Ach so, ja, gut, dann nehme ich halt selber eine. Ja. Meinen Sie, wir müssen jetzt hier lang warten? Ach, nein. Und dann können wir hier auch gehen. Er hat ja nicht gesagt, dass wir hier warten sollen. Wollen Sie den Mann hier einfach liegen lassen? Er lag vorher hier. Die Polizei ist informiert. Ja, wenigstens vielleicht die ersten paar Fragen beantworten. Oder dass wir nicht als gesucht werden. Dann könnten wir uns ja melden, wenn wir gesucht werden. So verpassen wir nur den Anfang des Theaterstücks. Ja, lassen Sie uns ja wenigstens ein bisschen nach dem Perry. Ja, nach 10 Minuten kommt dann auch die Polizei an. Die kommen halt mit einem Wagen. Es steigen 4 Polizeibeamte aus, darunter derjenige, den ihr angesprochen habt. Und ein anderer junger Polizist, der da anscheinend das Sagen hat. Und der kommt halt direkt zu euch und sieht das so an und verzieht halt eine Miene. Und dreht sich dann halt weg. Kommen Sie bitte einmal zu mir. Mein Name ist Paul. Bin von der Camborner Polizei. Sie haben den... Dreht sich so angewidert um, wieder zu euch. Sie haben den Mann gefunden? Ja. Ist Ihnen etwas Seltsames aufgefallen? Haben Sie den Täter gesehen? Haben Sie gesehen, wie das passiert ist? Er ist ziemlich oft gestochen worden. Es ist wahrscheinlich ein Wut oder in Rage. Also haben Sie gesehen, was passiert ist? Natürlich nicht, aber... Woher wissen Sie das dann? Naja, wissen Sie, ich bin Arzt und kenne mich auch ein bisschen was mit den Menschen an sich aus. In der Psychologie sagt man, dass das meistens Verbrechen gemacht werden sind, wenn öfters zugestochen wird, dass man in Rage ist, dass man Kontrollverlust hat. Mhm. Aber von einem Kampf haben Sie nichts mitbekommen. Leider nein. Das Einzige, was wir gefunden haben, ich würde Perry angucken. Die Fußspur dort hinten. Ein blutiger Fußabdruck von einem neu besohlten Schuh. Oh, könnten Sie mir das einmal oder meinem Kollegen einmal zeigen, einer von Ihnen, während wir uns weiter unterhalten? Sehr gerne. Ja, Perry geht mit und zeigt den Abdruck. Sie haben niemanden gesehen, der hier war, den Tatort verlassen hat. Niemanden. Sie haben auch niemanden gesehen, der eventuell die Tat beobachtet haben könnte. Nein. Wenn wir uns zurückdenken, dass wir im Hotelzimmer aus dem Fenster in den Park geguckt haben, haben wir da irgendwas gesehen? Mhm. Kann Robert denn feststellen, wie lange der Tod ungefähr her ist? Nicht da jetzt in der Dunkelheit. Aufgrund von Leichenstarre vielleicht. Oder Totenstarre schon angefangen. Ach so, oder sowas. Ja, doch. War das Blut noch warm? Nee, das war noch recht frisch alles. Also, vielleicht eine Stunde oder was. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich bin Arzt und so wie ich das überlegen würde, maximal eine Stunde muss er tot sein. Also, es ist sehr, sehr frisch. Vielleicht finden Sie ja noch jemanden, der hier in der Nähe.
Haben Sie die Leiche irgendwie angefasst, oder? Natürlich, ich wollte ja gucken, ob ich ihm helfen kann. Okay. Und als ich ihn umgedreht habe, naja, der Halsschnitt und die ganzen Einstichswunden. Soweit ich das erkennen kann, auf jeden Fall irgendwas Spitzes und Langes. Okay. SL-Frage von mir. Jetzt habt ihr irgendwas von den Sachen mitgenommen? Von dem Geld, die Personalien, den Schlüssel? Also Albert hätte nichts eingepackt. Wir hatten ja jetzt nicht großartig Grund dazu. Das Geld? Musst du wissen. Ich weiß ja nicht, wie viel. Es war ja nur gesagt, viel Geld. War ordentlich. Da werden nicht mit Geld spielen, aber war ein gutes Vermögen. Nein, dann würde ich mit abgeben. Sicher, ja. Sicher. Gut. Okay. Ja. Vom Schlüssel würde ich vielleicht mal überlegen, ob wir da vielleicht irgendwie. Nee, aber ich habe auch nichts dazu, um irgendeinen Abdruck zu machen oder sowas. Keine Ahnung. Das ist für mich alles einfach nur erstmal ein normales Verbrechen. Das hat nichts mit Pist zu tun. Ja, ja, da hast du recht. Ja. Herr Pohl. Ja. Schauen Sie mal. Der Mann hatte eine Waffe. Und Herr Pohl, was, eine Waffe? Die habe ich nicht gefunden. Hat er irgendwie im Schuh versteckt. Hab ich vergessen, Mann! Ach so. War ja auch nur eine 14. War ja nur eine Knarre. Und der Pol nimmt halt die Waffe und nimmt das Magazin. Da wurde kein Schuss abgegeben. Das ist seltsam. Warum hatte er eine Waffe und hat sich nicht gewehrt? Wenn ich da wieder einspringen kann, wahrscheinlich kannte er den Angreifer. Ja, aber spätestens nach den ersten Stichen hätte er sich doch wehren können. Naja, haben Sie mal ein bisschen was Licht? Ja, ja, klar. Er holt so eine Taschenlampe raus. Und dann würde ich mal vielleicht unter den Fingernägeln gucken, ob ich da irgendwelche Kratzspuren oder sonstige Sachen finde. Ja, du guckst dir die Fingernägel ganz genau an. Also halt Abwehrspuren, ne? Sonst ja, irgendwas. Ja. Handgemengespuren quasi. Ne, kannst aber nichts sehen, tatsächlich. Na, vielleicht ist er auch beim ersten Stich schon direkt umgefallen oder er ist von hinten angegriffen worden. Sehen Sie hier, der Schnitt im Hals? Danach machen sie leider nicht mehr viel. Und wenn er danach dann noch weiter zugestoßen hat. Ja, das kann natürlich sein. Wird sich unser Gerichtsmediziner drum kümmern. Nun decken Sie den Arm, kaut jetzt erstmal ab und dann werden wir weitersehen. Naja, falls Ihr Gerichtsmediziner noch Hilfe braucht, kann er sich trotzdem. Ach, was machen Sie eigentlich hier im Park mitten in der Nacht? Wir wollten zum Theaterstück. Sie sind nicht von hier? Nein. Nein. Sind Sie schon lange in Camborn? Nein, gerade heute angekommen. Wo sind Sie untergekommen, wenn wir Fragen haben? Am Deutschen Eck. Haben Sie irgendwelche Bekannten oder kennen Sie jemanden hier in Camborn? Noch nicht. Wir sind tatsächlich geschäftlich für ein amerikanisches Unternehmen hier vor Ort und auf der Suche nach einer Immobilie. Aber sagen Sie, kommen Sie genau Morde öfter vor? Kommen, bitte? Nein, hier kommen Morde vor. Wo genau kommen Sie her? Universität New York. Professor Emilia, Dr. Emilia Sworn. Historikerin. Sie sind aber nicht die Leute, die Mr. Carpendale schicken wollte, zufälligerweise? Sie kennen ja Mr. Carpendale? Mr. Carpendale hat sie angekündigt. Er sagte, sie würden mit Sicherheit bei uns vorstellig werden, um die Formalitäten zu besprechen. Natürlich, sicherlich. Aber wie gesagt, wir sind erst heute Abend angekommen und hatten eigentlich erst noch auf ein bisschen private Zerstreuung gehofft. Zumal sie ja die Wache wahrscheinlich ja nicht mehr geöffnet halten um diese Uhrzeit. Sir. Nein, normalerweise nicht. Aber gut, dann. Doppelschichten machen mich echt fertig. Ja. Dann haben wir irgendwie ein Dossier bekommen, wo wir halt nochmal so ein bisschen was die Grundinformationen bekommen haben?
Oder hat uns normale, das Olli einfach nur erzählt? Das ist normal, die ganz normale Session, oder was meinst du? Nee, von in dem Sinne einfach nur, weil... Warum wir in Cambon sind. Ja, wir sind, genau, wir sollen jetzt nach Cambon gekommen, um da irgendwie einen Piss-Außenposten zu erstellen. Ihr sollt einfach nur in Cambon sein. Die ganze Piss-Geschichte dient jetzt nur dafür, euch nach Cambon zu bringen. Ja. Nichts anderes. Ja. Sehr gut. Gut, ja. Haben Sie denn sonst noch Fragen? Derzeit tatsächlich nicht. Namen kommt auch nicht? Die Namen habe ich ja schon aufgeschrieben. Er wird sie noch eben nach den anderen erkundigen. Ja, und die wir sind ja auch im deutschen Ecke zu erreichen, falls Sie noch ja. Fragen haben. Wir können auch gerne bei Ihnen morgen einfach vorbeikommen und dann auch die Fragen von Mr. Carpendale vielleicht besprechen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das machen wir so. Und ich kümmere mich jetzt hier weiter um die Angelegenheit. Mr. Perry, Dr. Payne, mir ist die Lust auf Theater für heute vergangen. Sollen wir nicht doch ins deutsche Eck zurückkehren? Das ist zu trist. Lassen Sie uns doch das Theater durchziehen. Nun, genau. Trinken wir noch können wir auch Zugang dort. Bekommen. Gerne. Was war jetzt? Entschuldigung, war abgelenkt. Ihr geht zurück ins deutsche Eck? Ja. Nee, wir gehen doch noch ins Theater. Doch noch ins Theater, ja. Ihr geht noch ins Theater, ihr habt den Anfang tatsächlich verpasst. Könnt aber noch Karten bekommen und da reingehen. Und, boah, ist so warm, ne? Theater ist so warm, ja. Und schaut euch da das Stück an. Jetzt frag mich nicht, welches, was überhaupt, keine Ahnung, kenne ich mit... Goethe, Schiller und den ganzen Kameraden nicht so aus. Ich ja. Dachte, das hättest du vorab schon gegoogelt und alles eingestiehlt, damit du sagen kannst, welchen. Ja. Ja. Nee, habe ich nicht. Ja. Und ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, wenn ihr auf klassische deutsche Dichtkunst steht. Wenn nicht, war es halt kacke. Ich habe nur die Hälfte verstanden, es war ziemlich kacke. Ja, und dann würdet ihr irgendwann zurück ins deutsche Eck kommen und dort halt euren Schlaf finden, wenn ihr nichts anderes mehr machen möchtet. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwie, was weiß ich, um die Ecken ziehen. Nee. In Cambon sicherlich nicht so möglich ist, ne? Ja, doch. Also da gibt's schon Kneipen und alles. Vielleicht sollten wir noch ein wenig die Stimmung auffrischen und in einen Tanzschuppen gehen. Einen Tanzschuppen? Naja, also zumindest ein Absacker ja. Wäre ich noch bereit. Ach, es war doch wirklich erhebend und haben Sie diesen Monolog am Ende des zweiten Aktes, das war doch wirklich... Ich fand die Schauspieler sehr ausdrucksstark, Madame, aber die Sprache, wenn einem die Hälfte fehlt von dem, was da gesprochen wird und dann noch so auf so einem Niveau, nein, das war zu hoch. Ja, das Althochdeutsche wirklich seine Schwierigkeiten. Auch ich musste mir zum Teil Mühe geben, dem Ganzen zu folgen. Doch ich kann Ihnen gerne, wenn wir wieder in New York sind, einen Abzug geben. Dann es gibt da eine Übersetzung. Ja, vielleicht denken wir ja dran. Jetzt sollten wir aber schauen, wo wir eine etwas leichtere Muse finden. Ja. Gucken wir nach einem Tanzschuppen oder einer Kneipe oder was auch immer. Ja, ihr kommt an einer Kneipe vorbei. Der gelbe Barsch. Da wird da nur gesoffen oder ist da auch ein bisschen Highlife? Da wird nur gesoffen. Nee, dann gehen wir weiter, wir wollen nicht nur saufen. Okay. Ein bisschen Unterhaltung. Kommt ihr irgendwann zu einem Tanzcafé? Und ja, da sind jetzt auch etwas gehobenere Gesellschaft unterwegs und die feiern da schön ihren Feierabend. Ja, dann lassen Sie uns doch hier einmal einkehren. Gucken, wie die deutsche Oberschicht sich hier in Cambon den Krieg schön säuft. Den Verlorenen. Ja. Kann man denn nur einen Krieg verlieren? Naja, gegen unsere Jungs.
Nun, bitte, seien Sie etwas vorsichtig. Doch der ein oder andere spricht hier Englisch und wir wollen doch nicht uns irgendwie... Nein, 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 wir werden das Thema auch nicht anschneiden. Nein, auf keinen Fall. Und weil Sie inhaltlich recht haben. Gehen wir jetzt natürlich einmal herein. Ladies first, Madame. Ja. Ich halte die Tür wieder auf. Ihr kommt in das Tanzcafé und ihr seht, dass es da alles sehr stilvoll eingerichtet ist mit eleganten Möbeln und großen Spiegeln. Prunkvoller Kronleuchter hängt dort unter der Decke. Da sind Art Deko-Muster oder florale Teppiche, die die Wände zieren. Und es wird Charleston und Jazz und solche Musik gespielt. Und die Leute sind gut drauf und tanzen und genießen ihren Alkohol, auf den ihr ehrlich gesagt ein wenig neidisch seid. Halt alle so Klamotten mit so Fransen und Pailletten an, so wie man das halt so kennt, ne? Geil. Lustige Hüte. Ja, da findet sich Perry sofort wieder, gerade was Charleston angeht. Ja. Das zeigt ja den Deutschen erstmal, wie es geht. Ja, du legst da erstmal einen aufs Parkett und die gucken auch und ja, tanzen dann mit und nehmen dich in ihrer illustren Runde auf und es geht vonstatten. Irgendwann kommt so eine hübsche Schwarzhaarige, die Haare so hoch tupiert hat und auch so eine wilde Federboa um hat und so ein schwarzes Teil mit Pailletten. Und die hat so einen Rauch, wie heißt das? Diese Dinge da. Ja, so ein Filter. Mhm. Stäbchen. Wie heißt das? Wie heißt das? Man weiß es nicht. Zigarettenverlängerung. Ja. Zigarettenspitze. So. Ja, Spitze. Zigarettenspitze. Und die sagte, Süßer, wo kommst du denn her? Oder wo kommen Sie denn her? Wir sind ja 22. Wo kommen Sie denn her? Aus Kanada. Aus Kanada? Ganz schön kalt in Kanada, oder? Ja, das im Winter schon. Aber ich glaube, hier ist es sicherlich auch nicht viel wärmer. Und was treiben Sie so in Kanada? Oh, ich bin eigentlich in letzter Zeit selten in Kanada gewesen. Ich komme nur dorthin. Ich bin eigentlich Expeditionsführer in den südamerikanischen Urwald. Das ist ja unglaublich. Sie sind im südamerikanischen Urwald? Oh ja. Und ist es dort feucht und warm im Süden, im Busch? Perry fängt an zu schwitzen. Schluckt einmal und sagt, ja, sicher. Das auch. Und gefährlich, schiebt er danach. Gefährlich? Das ist gefährlich. Wie zur Tiger? Und Alligatoren? Tiger nicht, aber Tiger sind eher auf der asiatischen Weltkugel beheimatet. Sie sind ja so gebildet. Ja. Wie ist überhaupt Ihr Name? Perry. Estor. Ihr Nachname? Mr. S., also Herr Estor. Sie dürfen Perry zu mir sagen. Und Sie? Wie heißen Sie, zauberhafte Dame? Ich bin Brigitte. Brigitte? Brigitte Schelakowski. Oh, ein klingender Name. Ja, meine Eltern kommen aus dem östlichen Gefilden. Sind Sie alleine hier? Ich bin mit meiner Freundin Gisela da. Nun, das ist ja recht erfreulich. Wenn Sie wollen, können wir gerne ein bisschen tanzen. Ja, gerne. Und uns dann weiter unterhalten. Und Sie schwingen flotten Charleston aufs Parkett. Ja. Sind Sie schon lange hier in Deutschland, Mr. Estor? Nein, wir sind heute erst hier in Camborne angekommen. Heute erst? Das ist ja... Und, wie gefällt es Ihnen hier? Zunehmend besser in dieser Gesellschaft, muss ich sagen. Zunehmend besser. Oh, das freut mich, das freut mich. Wollen Sie nicht eine junge Lady auf einen Drink einladen? Das ist selbstverständlich, aber im Moment tanzen wir ja noch. Oder sind Sie schon außer Atem, beste Brigitte? Nein, aber ich habe doch eine Hand frei. Mit diesen Bewegungen wäre es doch zu schade, den Champagner zu verschütten. Sind Sie geizig, Mr. Estor? Nein. Ich dachte, Sie wären ein Mann von Welt.
Das bin ich natürlich. Bringen Sie doch Ihre Freundin gleich mit. Wie hieß sie noch? Gisela. Gisela. Monika und Gisela. Brigitte. Brigitte und Gisela. Entschuldigung. Gisela, komm mal rüber. Ich habe hier einen jungen Mann kennengelernt. Und Gisela kommt rüber, ist jetzt eher eine Blonde. Ich mach jetzt so Orbit. Dass er kommen soll. Ich glaube, unser guter Perry hat's doch einen zu viel abgebissen. Man würde ich wusste mich gar nicht, dass er so tanzen kann. Ich auch nicht. Ja. Aber wir sollen uns den Abend vielleicht doch ein bisschen was versüßen. Aber diese Dame, die ihn da angesprochen hat, er lässt sich da auf nichts Falsches ein. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ja. Ich, Gisela und Brigitte, es freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Ich habe auch noch einen Freund dabei. Er kommt gerade rüber, das ist Orbit. Mr. Dr. Orbit Payne. Oh, Sie sind Arzt. Na, was ich ja doch. Wie vornehm. Ich ordere mal eine Flasche deutschen Sekt. Jo. Was macht denn Miss Swan, die jetzt sieht, wie ihre Männer da auf einmal abdriften alle und am Flirten sind und da Champagner geben? Miss Swan beobachtet das mit einer etwas sauertöpfischen Miene und würde sich das aber sonst nicht anmerken lassen und eher dann noch so ein Glas Sherry bestellen, da sie sich sehr an den Alkoholausschank gewöhnt hat. Jo, der Barkeeper gibt dir einen Sherry. Tag, Miss. Sind Sie nicht von hier? Sie wirken so... so weltoffen irgendwie. In der Tat. Ich bin nicht von hier. Sie haben so einen englischen Akzent. Wo kommen Sie her? Amerikanisch, bitte. New York. Und Sie? Von hier wahrscheinlich. Ich bin hier aus Cambon. Ich bin hier groß geworden. Klaus ist mein Name. Klaus Lage. Schön, Sie kennenzulernen. Tausendmal berührt. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Der Sherry geht aufs Haus. Mrs. Oder Miss? Dr. Emilia Swan. Doktor, haben Sie studiert? Das will ich meinen. Das ist, was? An einer Universität und so. An einer richtigen Universität? Ja. Das, ist schön. Und du siehst, wie er dann so rübergeht zu irgendeiner ungebildeten Tussi, wo er glaubt, irgendwie mehr mit auf einer Wellenlänge zu sein. So, und du siehst, wie er tausendmal an der blonden jungen Frau da rumtatscht. Ja, ihr beide seid da Charts am Tanzen. Orwell kann nicht tanzen, der tritt allen, der tritt die ganze Zeit auf die Füße. Das ist jetzt Gisela am Hacken. Ja, der Albert erfindet gerade das Pogen. Ja, und ihr leert da eine Champagnerflasche und die schmeckt auch richtig gut. Ja, und ihr feiert mit den Mädels? Ja, sicher. Ja, also ich würde auch schon nochmal zurückgehen und nach dem Swan gucken. Würde oh, die Gisela sagt, oh, Mr. Payne, wo wollen Sie denn hin? Wir tanzen doch gerade so schön. Ja, ich bin... Bleiben Sie doch hier. Der Perry Estor, der die Flasche ist doch noch gar nicht leer. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich bringe nur was Neues mit. Okay. Und würde dann halt mal bei Frau Swan nachgucken, wie es ihr denn so geht. Sie war ja auch relativ... mitgenommen nach dem nächsten Tod. Wohnt ihr beiden denn hier in Cambon oder wie sieht das aus? Nein, wir sind auch nur zu Gast hier. Tatsächlich, wo kommt ihr denn her? Wir sind aus Köln.
Da kommt man von Köln nach Hamburg, nach Camborn, um hier zu feiern. Ja, wir haben gehört, die Clubs hier sind sehr, die Tanzcafés hier sind sehr gut. Ja, da können wir das Hochdeutsche ablegen und ein wenig auf Kölsch verfahren, ne? Ja, können wir Kölsch schnacken, ne? Ja, das ist ja viel schöner, Mädchen, wenn ihr da hier so eigentlich da vom Rheinischen herkommt, die Schiene. Ja, kann ich zwar nicht, aber können wir ja mal probieren, ne? Ja, kann nicht schaden. Eigentlich muss man immer noch so ein bisschen reden, als wenn man so ein bisschen nuschelt dabei, ja, ne? Habt ihr denn schon mal versucht, dass er beim Charles dann so ein bisschen Stiebefötchen einführt? Stiebefötchen? Was ist denn Stiebefötchen? Stiebefötchen, so aus dem Karneval, hab ich gehört, der reibt den Poppes aneinander. Ach, Pfötchen. Pfötchen, ja. Pfötchen, ich hab Pfötchen verstanden. Na, Pfötchen, bitte! Gisela! Gisela, kann nicht sein! Na. Ich habe jetzt gedacht, da wäre irgendwie so ein Begriff für irgendwas, weißt du? Ja, gibt ja schon dass man sagt, so das alte Fötchen oder was, und dann ist das irgendwie der alte Schuppen im Garten. Stiebefötchen ist Arsch an Arsch reiben im Karneval, ja. Liebe Vögelchen. So. Ja, nee. Wir sind aus Köln. Das ist schön. Ja. Dann können wir ja auch ein bisschen legerer miteinander umgehen, nicht? Ja, wichtig ist nur, dass wir den Köln da gelassen. Den Dom. Den Dom haben wir da gelassen. Den sollten wir auch da lassen, auch wenn die Preußen den fertig gebaut haben, nicht? Ja. Da muss man ja auch zu ihr stehen. Ja, und wenn der Sultan weitergeht, dann ist das halt so. Wenn er durch hat, kann das passieren, ja. Aber dann gehen wir jetzt auch von der Champagner weg, von dem Schlabberkram und trinken ein paar Kölsch hier, würde ich sagen. Ja, können wir mal ein paar Kölsch trinken. Berit, du bist mir echt ein sympathischer Junge. Mach's nicht mit mir in das Hotel mitkommen. Heute Nacht, hast du schon was vor? Nichts vor heute Nacht. In welchem Hotel schläfst du? Mal ein bisschen Schliebefötchen machen. Ja, hab ich schon was. Naja, da hab ich nichts gegen. Ja, die Gisela und ich, wir sind im Hotel Arminius untergebracht. Ja? Ja. Das ist interessant. Ich müsste nur eben meinen Freunden Bescheid sagen, dann können wir hier sehen. Ja, können wir mal machen. Ich gehe mal rüber. Ihr wisst nicht, was ich gerade herausgefunden habe. Es gibt ja ein Hotel namens Arminius. Ich werde weitere Dinge herausfinden, die man da vielleicht vor Ort machen kann. Ich werde mit den Damen mitgehen und mich umhören. Nach Herrn König. Bei Mr. Estor? Ja. Sie werden immer doch nicht dabei. Mit diesen beiden Damen nicht alleine mitgehen. Ja, vielleicht mag Albert ja mitkommen. Ich weiß nicht, wie gut er sich mit Gisela unterhalten hat. Ich verstehe die doch gar nicht. Ja, da kann ich dir schon beibringen. Lass ein wenig hier mal Bützchen, da mal Bützchen. Kannst du, ja. Also, ich bitte Sie. Ja? Sie werden doch hier nicht den Ruf dieser Damen gefährden. Nein, auf keinen Fall. Ich werde mich dort umhören. Wir hatten doch gesagt, wir überlassen das der Polizei. Aber jetzt, wenn uns das so in die Mitte gelegt wird, das scheint Schicksal zu sein, Emilia, verstehen Sie doch. Das Schicksal liegt im Zimmer einer Dame im Arminius Hotel. Natürlich. Ich habe es nicht anders, ich habe es nicht so gefügt, aber es ist so, ja. Mr. Estor, ich wage es zu sagen, dass ich sehr enttäuscht von Ihnen bin. Ja, Sie insistieren, ich nehme das zur Kenntnis. Dr. Payne, ich würde Sie bitten, mich doch. Lassen Sie uns in unser Hotel zurückgehen. Mr. Estor meint. Einen freien Menschen kann man nicht aufhalten. Robert, Sie können ja dann noch überlegen, ob Sie nachkommen möchten. Ich bringe Frau Swan erstmal ins Hotel. Sehr gut. Vielen Dank. Ja. Das Hotel heißt Arminius. Albert bringt Miss Swan ins Hotel. Ja, du langsam die Faxen dicke da, das ist nicht so deine Welt, ne? Das ist alles zu oberflächlich. Nee, da fühlst du dich nicht so wohl. Der Sherry war zwar gut, aber das ist nicht deine Welt da. Und ihr kommt dann da an und dann der Perry geht dann irgendwann mit Gisela und Brigitte halt zum Hotel Arminius.
Das scheint tatsächlich die erste Anlaufstelle in Cambon zu sein. Und großes, prunkvolles Hotel, aber halt weiter weg vom Bahnhof. Ihr müsst euch da so ein bisschen durch die ganzen Taxen durchquetschen, die da vor der Tür stehen. Und kommt dann halt da rein. Und sie geht halt zum Empfang und holt sich den Schlüssel und kommt zu dir und sagt, Zimmer 211. Warte, bis ich oben bin und dann kannst du ja in 10 Minuten, dann können sie ja in 10 Minuten nachkommen. Ich trinke mir eben noch einen Kölsch und dann komme ich nach. Ja. Und sie läuft dann lachend mit ihrer Freundin hoch. Hatten wir die Nummer gesehen, die auf dem Schlüssel stand von dem anderen? Mach mal einen Glückswurf. Scheiße. Nein. Forcieren? Boah, kann ja nichts viel passieren. Versuchen wir es mal. Oh! Vier, ja. Ja, du denkst so, scheiße, hätten wir mal auf diesen Kack-Dings geachtet, auf die Kacknummer. Dann während ich den Damen noch nachgucke, während ich ja, den genau, Damen... Ja, genau. Und als die Damen dann so aus dem Weg sind und der Hintern so die Treppe hochgewackelt ist und dein Blut langsam zurück ins Gehirn geflossen kommt, ja, so. Fällt dir ein, ah ja, 104 war es. 104. Genau. Ja, ich guck mal, ich nutze die Zeit jetzt nicht, um einen zu trinken. Ich gehe mal auf die erste Etage und guck mal Zimmer 104, ob die abgeschlossen ist. Ja, du läufst da lang und kommst zu Zimmer 104. Willst du erst anklopfen oder so? Oder willst du direkt an die Tür rappeln? Ich weiß ja, dass der Besitzer tot ist. Dann hat er eine Frau. Nee, wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Okay, gut. Du versuchst die Tür zu öffnen, aber die ist verschlossen. Die Schlösser knacken? Wie ist das hier? Mechanik, ne? Oder was? Ja, genau. Ja, versuche ich. Ich glaube, Schließtechnik gibt's. Schließtechnik. Achso, scheiße. Schließtechnik. Wäre ich mal besser doch mitgekommen. Das kann ich nämlich. Ja, du kommst doch noch nach, oder nicht? Ne, ich glaube, Orwell würde nicht nachkommen. Mechanische kann ich nicht glänzen hier, ne? Schließtechnik. Ne, Schließtechnik. Ich versuche mal mit einer 1. Ich glaub, man kann auch eine 1 würfeln. Ja, ich habe gerade eine 4 gewürfelt, das passiert nicht. Oder du machst... Hm? Oder du brichst die Tür auf. Gewaltmäßig. Ja. Nee, erstmal versuche ich es damit. Sonst hat das schon mal nicht gelungen. Kannst du 87, 86 Glückspunkte ausgeben. Also wie habe ich... Könnte ich, habe ich aber nicht. Ja, du guckst da und versuchst halt irgendwie aufzufummeln, aber du bist da einfach nicht geübt drin. Ey, und das ist ja eine normale Tür, die auch nicht so einfach, wenn ich sie aufbreche, leise aufgehen würde. Nee, würde schon Lärm machen in einem Hotel. Das habe ich jetzt nicht vor. Ich denke dann so nach einer gewissen Zeit gehe ich. Ich gehe mal gucken nebenan. Ich klopfe mal nebenan im Zimmer erstmal. Ja, du klopfst und da ist schon ziemlich spät. Es macht erstmal niemand auf. Achso, es ist schon sehr spät. Ja, dann warte ich die Minute, die höfliche, und wenn dann keiner aufmacht, klopfe ich aber nicht nochmal, dann gehe ich hoch. Okay, nee, dann würde tatsächlich niemand aufmachen. Ja, dann gehst du hoch zu Brigitte und Gisela. Und Brigitte und Gisela empfangen dich und die haben da erstmal die Hausbar aufgemacht und tischen auf. Ja, das Schätzelein, ich weiß nicht, ob da aber noch kommt, Gisela. Ach, das wäre aber schade. Ja. Das wäre aber echt schade. Ja, ich kann es nicht. Kann es versuchen, dann nochmal anzurufen. Er ist ja im deutschen Eck mit Sicherheit erreichbar. Aber. Ja, sonst machen wir es einfach uns zu dritt gemütlich. Ja, aber hier auf dem Sofa, da ist ja. Das ist. Vielleicht können ja, wir können ja auch rüber aufs Bett gehen. Das ist ja größer. Ich denke, das ist etwas gemütlicher. Ja. Der Teekessel ist wieder am Laufen. Oh, ich nehme mal den Tee runter. Den haben wir ja ganz vergessen. Ja, den können wir. Wofür braucht ihr denn den Tee hier? Feuerspiele. Ja, ne, gleich kommen die Kerzen raus. Dann lassen Sie sich mal überraschen, Mr. Estor. Na, ich habe doch hier gesagt, sagt Perry zu mir. Ach, Mr. Perry. Nicht Mr., einfach Perry. Perry. Ja.
Dann haben wir einen schönen Abend, denke ich. Ja. Ferry geht ans Äußerste. So habt ihr einen schönen Abend und plötzlich hörst du draußen irgendwie auf dem Flur jemanden lang gehen, der plötzlich schreit, Wut, Wut, Wut. Ach, da ist er. Von diesen Leuten hört man immer wieder. Das sind die Leute, die kommen da so aus so einem Ferienparadies. Und meinen, sie könnten hier einen auf großen Schnitt machen? Nee. Dann sollten wir mal eine vertellen. Ich mach mal die Tür auf. Ja. Ich sag, hey, du frecher Fratz. Ja, wenn du nicht gleich deine Schlüssel hältst, kriegst du ein paar in den Hals. Entschuldigung. Andere Leute müssen hier schlafen und arbeiten. Ja, die beiden Perlen kommen so hinter dir durch die Tür und gucken so und haben mich dabei so halb im Arm und der guckt halt etwas neidisch und geht dann weiter. Ja. Wir lachen uns ein bisschen kaputt über den armen kleinen Jungen. Jo. Ja, du hast auf jeden Fall einen netten Abend mit Gisela und Brigitte. Und ich würde aber sagen, damit ich das hier nicht ab 18 machen muss, überspringen wir die ganze Geschichte mal. Und wären dann am nächsten Tag wieder dort, wo ihr alle aufwacht. Ich weiß nicht, ob du ins deutsche Eck dann gehst oder ob du da noch irgendwas machen willst. Ich würde da schon noch bleiben und versuchen dann nochmal morgens da den Nachbarn zu befragen von dem Zimmer. Also nachts pennst du einfach? Ja, wenn da nichts, wenn ich nicht geweckt werde. Ich hatte eine lange Reise. Da ist ja immer so ein Schlüsselbrett, ne? Ja, aber ich meine, die Frage ist, ob da noch die 104 dann hängt. Ja, gut, okay. Kann ich gucken? Ja, das könnte ich gucken. Es war. Ich gehe gucken. Nachts. Ja, muss ich dann ja nachts machen. Ja, nachdem. Wenn ich mal pinkeln muss oder so. Du. Barry ist ja schon älter. Nachdem du abgeliefert hast, entschuldigst du dich oder die beiden sind am Schlafen und gehst dann schleißig runter. Und tatsächlich hängt an dem Brett halt die Nummer 104. Ja, dann, das ist ja Gelegenheit, macht Diebe. Dann nehme ich die 104 und würde da mal kurz gucken. Ja, gehst hoch zu dem Zimmer und schließt es auf. Und du kommst in ein Zimmer, in dem ein riesiges Durcheinander vorherrscht. Du überlegst erst, ob es sich da um Einbruch handelt, aber es scheint einfach, dass dieser Herr König ein unheimlich unordentlicher Mensch zu sein scheint. Koffer ist auf, die Kleider liegen auf dem Bett verteilt, auf dem Bettnachttisch liegen einige Unterlagen zusammen, da ist ein Berg mit Büchern. Es ist das reinste Chaos. Was für Bücher und Werke handelt es sich denn da, die da offen rumliegen? Da sind einige Bücher über Malta, über die Sagen und die Geschichte von Malta. Und dann sind da andere Bücher, die sich mit geografischen, geschichtlichen Zusammenhängen auseinandersetzen, von dem alten Mesopotamien und über Ägypten, Australien, all diese Dinge. Ich denke, dass er das nicht mehr unbedingt braucht, aber Frau Swan da vielleicht Interesse dran hätte und würde da ein paar Sachen schon mal beiseite auf so einen Buchstapel legen. Ja, kannst du machen. Die historischen Sachen vor allem. Ja. Ja, und sonst Badezimmer oder? Da ist auch ein Badezimmer, ja. Und du öffnest die Tür, siehst in dieses weiß gefliestert. Die war 1920 die Wände gefliest. Würde ich sagen, ran grün und so, war mehr so 70er Jahre. Es ist weiß-schwarz gefliest, weiße Fliesen mit schwarzem Rand. Sieht alles sehr edel aus und hier ist auch relativ Ordnung. Porte finden. Okay, dann würde ich nochmal unter das Bett gucken. Ja, du kannst mal generell eine Probe auf Verborgenes erkennen würfeln. Genau, handeln wir mal so ab. Boah, zwei. Boah, alter Schwede. Nenn mir alles. Also, du findest zum einen
Die Anschrift des Rektors der Karl-Justus-Universität. Das ist der... Der Rektor ist der Dr. Ernst Vogelstein, heißt der gute Mann. Dann findest du ein Papier mit einem Termin. Und zwar ist das ein Termin für eine Auktion. Und diese Auktion war in der letzten Woche im Auktionshaus Altenberg. In Altenberg oder heißt es Auktionshaus? Auktionshaus Altenberg, das heißt so. Dann entdeckst du noch einen Zettel, den ich jetzt gar nicht mehr hochgeladen habe. Warte mal, das ist aber, dürfte kein Problem sein eigentlich. Endouts. Seite hinzufügen. Gute Rausch 1. Seite erstellen. Ach scheiße, geht doch gar nicht so. Seite hinzufügen. Bild. So. Gut, Rausch 1. Muss ich eben machen. Moment. Auswählen. Display, Rollenspiele, Cthulhu. Königsgambit 1, da ist er. Wähle Datei. Hada? Ja, hada. Ruft es herbei, wenn Opfer tot und unleserlich zieht Energie für Übergang aus Wunde. Monster darf unsere Welt nicht betreten. Ist aber nett, dass er das nicht in Altdeutsch schreibt, sondern in lateinischen Buchstaben. Beschwerde bitte an Dingens Pegasus. Das in Altdeutsch zu schreiben. Ja. Dann kriegt man es nicht auseinander. Klinge ruft es herbei, wenn Opfer tut. Kriegt man das Unleserliche da noch irgendwie leserlicher hin? Nee. So findest du das. Kommt aber gleich noch was. Einen Moment bitte. Also glaube ich zumindest, dass noch was kommt. So. Dann findest du noch einen Bierdeckel, auf dem das Logo einer Kneipe zu sehen ist und das, die heißt Zum Goldenen Eck. Ja, nicht Zum Goldenen Barsch. Genau. Und ich weiß jetzt gar nicht. Nee, kann er nicht. Nee, alles gut. Genau. Und dann, ja doch, du findest noch eine Seite, die aus einem Buch herausgerissen wurde. Und zwar ist das das Titelblatt eines Buches mit dem Siegel der Universitätsbibliothek. Titelblatt, meine jetzt wahrscheinlich das erste Blatt da drin. Entscheidend, da steht jetzt auch kein Name oder sowas drauf, so. Aber da ist halt das Siegel der Bibliothek drauf. Von der Philipp Bimbombom oder wie die hieß, ne? Ja. Das ist die ansässige Universität hier in Cambon. Genau, richtig. Und auch das Auktionshaus befindet sich hier. Auch in Cambon, ja. Mhm.
Gut, dann würde ich die Sachen einmal einpacken, soweit ich die einpacken kann. Also die Bücher und also damit ich mich daran erinnere. Ich bin ja sonst nicht so gut in die solchen Sachen. Die Intelligenz macht Perry da leider einen Strich durch die Rechnung. Und dann gehe ich nochmal zu den beiden Damen. Ja. Und erstmal gehe ich zur Rezeption, frage nach ein paar Blümchen, ob ich welche kriegen kann. Und zweimal Frühstück. Ja, kann die organisieren, die Blümchen. Und ja, zweimal Frühstück würde sie dann auch aufs Zimmer schicken oder dir mitgeben. Ich gebe ihr ein entsprechendes Trinkgeld. Ja. In Reichs- oder Rentenmark, was auch immer gerade gilt. Ja. Und dann gehe ich nochmal hoch und wecke die beiden Damen und sage, das wäre sehr schön gewesen, der Abend. Aber ich müsste mich jetzt verabschieden. Ach, willst du schon gehen? Ich muss leider. Halb nackt auf dem Bett. Das ist aber schade. Naja, ein halbes Stündchen habe ich vielleicht. Aber zum Frühstück bleibe ich nicht. Ja. So. Gut. Also, ja. Würde dann rübergehen zum deutschen Eck, wenn ich das wieder finde. Ja, du kommst gerade rüber zum deutschen Eck, wo Emilia und Albert sitzen und frühstücken und die Zeitungen durchforsten. Ich sage im besten Deutsch: Guten Morgen, die Dame, der Herr. Das ist falsch. Wir sind doch morgens. Es abends ist doch, oder? Emilia, haben Sie die Zeit gestern nicht genutzt, um noch ein wenig Deutschunterricht mit Orbe zu machen? Emilia ignoriert Perry vollständig und schlägt nochmal so ganz bewusst die Zeitung so ein bisschen und raschelt da und vertieft sich in den Immobilienteil. Sie denken schlecht von mir, Frau Professor. Ich habe hier gute Forschungsarbeit geleistet, möchte ich sagen, gestern. Ach so, und nennt man das heute. Ja, ich war im Zimmer 104 des Arminius Hotels und wenn Sie sich richtig erinnern, ist das genau die Nummer, die auf dem Schlüsselbund dieser Leiche stand, die wir gefunden haben. Richtig, Albert? 104 war es doch. Ja, kann so sein. Da habe ich hier einmal diese Bücher für Sie, Miss Swan. Das hat nämlich der Tote gelesen. Schieb diese ganzen historischen Bücher rüber. Perry, sprechen Sie bitte wieder normal. Ich verstehe Sie so schlecht. Wenn ich Deutsch, Englisch kann ich ja mit euch sprechen. Ja, hast ja recht. Und außerdem habe ich hier noch diese Sachen gefunden und zeige ihm diesen zerknüllten Zettel, den Termin für das Auktionshaus und auch den Bierdeckel. Und ich sage dann noch, ich denke, wir könnten in Erfahrung bringen, was er versucht hat zu steigern bei dieser Auktion. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit seinem zerknüllten Zettel. Vielleicht hat er versucht, eine antike Klinge oder sowas dergleichen zu ersteigern. Emilia schaut so über die Bücher und schaut sich die Sachen an, die Perry da hinlegt. Solche Sachen sind ja so das Einzige, mit dem man sie da so milde stimmen kann und überlegt dann so, Monster? War ja klar. Also doch wieder etwas für Piss. Nun, und damit Sie sich noch besser fühlen, Professor, habe ich auch noch hier die Kontaktdaten zu dem Rektor der Universität. Oh, die Universität Camborn. Die wollte ich mir so oder so ansehen. Denn Sie, und da Sie ja auch, da ich weiß, dass Sie auf Bibliotheken schwören, habe ich hier auch noch dieses erste Blatt, was herausgerissen wurde. Aus einem Buch. Ja, welches wissen wir leider nicht. Aber er scheint dort etwas gefunden oder gesucht zu haben. Welch ein Frevel. Ein Buch zu beschädigen. Ja. Entschuldigen Sie, Dr. Payne, Sie wollten etwas sagen. Ach, ich wollte mir auch noch mal kurz die einzelnen Handouts angucken. Habe sie gerade gefunden. Oh. Es hört sich ja leider wirklich wieder als ein Thema für uns an.
Sollen wir dann vielleicht erst das Mysterium lösen und danach gucken, dass wir hier was einrichten für Piss? Oder? Und ich denke, im Moment sind wir ja diejenigen, die vor Ort sind und die Pisszelle bilden. Insofern, ja. Letztendlich scheint hier trotzdem eine Zelle nicht schnell genug eingerichtet werden zu können. Aber ja. Ja. Wir sollten das erstmal lösen. Kann ich, das wird ja schon einigermaßen beschrieben, was da zu machen ist. Kann man das irgendwie mit Cthulhu-Mythos irgendwie vielleicht zuordnen? Einen Moment mal, ich muss mir das mal eben selber angucken. Klinge ruft es herbei, ein Opfer tot und zieht Energie für Übergang aus Wunde. Monster darf unsere Welt nicht betreten. Kannst du mal einen Wurf auf Cthulhu-Mythos machen? Ja. Dürfen wir alle drei das mal machen? Ja. Oh, das kriegt wohl keiner hin. Alter. Super. Was ist los? Er hat keine Ahnung. Aber Emilia weiß es. Und Armin auch. Auch. Geil. Ja, also, ihr habt beide sehr krasse Erfolge. Und als ihr das lest, erinnert es euch daran, dass ihr mal irgendetwas davon gelesen habt, dass man Mythos-Kreaturen an Gegenstände binden kann. Und um diese Mythos-Kreaturen zu beschwören, muss man halt ein Blutopfer darbringen. Da gibt es aber verschiedene Zauber. Welcher genau das jetzt ist, wie das genau vonstatten geht, könnt ihr nicht sagen. Aber das ist halt so eine Blutmagie, die dazu dient, eine Kreatur an einen Gegenstand zu binden und über ein Blutopfer sich dieser Kreatur zu bemächtigen. Allerdings kann das halt auch immer dazu führen, dass wenn die Kreatur zu mächtig wird, dass sie dann auch versucht, den Geist desjenigen zu kontrollieren, der diesen Gegenstand besitzt. Das Glück ausgeben, das wollte ich nicht machen. Ja, machst du wieder drauf, ist nicht schlimm. Ja. Ja, dann wollen wir Perry mal auch einweihen. Ja. Wir haben doch alle das gleiche Buch gelesen. Gestern war wahrscheinlich wirklich zu lange bei Ihnen. Nein, ich habe einfach das Problem, dass ich vieles, was ich lese, einfach nicht behalten kann. Und meine Rechtschreibung ist auch ganz schwach. Die Schläge meines Vaters haben da leider auch nicht geholfen. Nein, aber die haben wir alle doch bekommen. Erinnern Sie sich jetzt, wo wir davon erzählen? Also... Es leuchtet ein, auf jeden Fall, ja. Aber was hat das mit dem Mord im Park zu tun? Na, wenn er durch mehrere Stiche getötet wurde, ist das ja quasi das Opfer. Vielleicht kommen wir in der Hinsicht schon zu spät. Es wäre wirklich interessant zu wissen, was bei der Auktion als Klinge oder dergleichen vielleicht. Also er hatte eine Menge Geld bei sich. Die gehe ich mal davon aus, dass er die bei der Auktion loswerden wollte, aber nicht derjenige war, der den Zuschlag bekam. Deswegen wollte er vielleicht demjenigen, der den Zuschlag bekam, die Sache abkaufen. Mhm. Und das wiederum führte vielleicht zu diesem Treffen im Park, was dann zu einem Mord oder Opfer wurde. Weil derjenige, der die Klinge gekauft hat, doch genau wusste, was er dort hatte. Wir sollten uns auf jeden Fall auch angucken, wo das Buch hierher kommt. Als erstes müssen wir heute zur Polizei, das haben wir zugesagt. Natürlich. Dann würde ich sagen, überlegen wir, ob wir zuerst zur Universität oder zuerst zum Auktionshaus gehen. Und wir sollten auch den Kneipendeckel nicht vergessen, auch wenn Ihnen, Herr Professor, das nicht so liegt, dort zu investigieren. Aber Sie haben gesehen, gestern mein Einsatz hat sich durchaus gelohnt. Ja. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Na, um Korn ging es gestern weniger. Ich musste tatsächlich mich auch vor Piss einmal deutlich machen, wenn Sie das in Ihrem Bericht schreiben, mit Leib und Leben eingesetzt habe ich mich für die Sache. Vor allen Dingen mit Leib. Nun, ich glaube, wir sollten das lassen, bevor wir hier in eine andere Diskussion verstrickt werden. Dann lassen Sie uns doch sehen, dass wir nach unserem Kaffee aufbrechen zur Polizeistation. Auf jeden Fall.
Ja, so trinkt ihr euren Kaffee leer und fahrt zur Polizeistation. Dort wartet Herr Pohl schon auf euch oder ist auf jeden Fall zu sprechen für euch. Ihr fragt euch durch und werdet dann in sein Büro durchgelassen. Ihr hört so wildes Schreibmaschinenklappern von hinter der Aufstellwand und Herr Pohl sitzt da. Ihr schätzt ihn so auf Mitte, Ende 20. Scheint aber gut Karriere gemacht zu haben, schon bei der Polizei, und der bittet euch, Platz zu nehmen. Bitte, bitte, nehmen Sie Platz, die Herrschaften, und die Dame natürlich auch. Haben Sie noch einen schönen Abend verleben können gestern Abend, oder sind Sie, ist es Ihnen vergangen bei den Vorkommnissen? Ja, das Theater, das habe ich nicht verstanden. Die Sprachbarriere war zu groß. Gut. Goethe oder was wurde aufgeführt? Ja. Ist ja jetzt auch nicht ganz einfach, gerade wenn man vielleicht die deutsche Sprache auch nicht als Muttersprache spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst ich finde es teilweise schwer zu verstehen. Dabei sagt man doch, die Deutschen seien ein... die Deutschen seien ein Volk von Dichtern und Denkern. Das mag zutreffen, aber ich denke und dichte lieber in andere Bereiche. Mein Leben gehört meiner Arbeit und der Arbeit als Polizist. Und ich bin ja der Kriminalsekretär und diese Doppelschichten machen mich fertig. da bin ich voll engagiert und da fühle ich mich wohl. Das ist gut. Was haben Sie denn gestern rausfinden können? Bitte? Was haben Sie denn gestern noch rausfinden können? Der Gerichtsmediziner war noch nicht an der Leiche. Die liegt unten aufgebahrt. Ich denke mal, dass er sich gegen Mittag heute da. Und sonst irgendwas? Haben Sie sich noch umgeguckt? Ja, die Spur war ja nicht so alt. Wir konnten sonst tatsächlich keine Spuren mehr feststellen. Wir haben festgestellt, dass er wohl im Arminius Hotel untergekommen ist. Arminius, das habe ich noch nicht gehört. Müssen das? Das ist die erste Anlaufstelle für ein schickes Hotel, wenn man hier nach Camborne kommt. Das ist in der Stadt. Hat man uns gar nicht gesagt, als wir am Bahnhof fragten. Nun, vielleicht haben die Leute am Bahnhof eher daran gedacht, dass kein Taxi mehr gefahren ist und dass sie es nicht so weit haben. Ich glaube auch, dass der Mann, der da arbeitet am Bahnhof, das ist, glaube ich, der Schwager von der Emma, die da im deutschen Eck arbeitet. Ach, das erklärt einiges. Aber wenn man sich hier so kennt, kannten Sie den Herrn König, kannten Sie nicht. Wer kannte den Herrn König nicht? Na, Sie als... Polizei, Kriminal, Oberinspektor, Mann. Nun, nach seinen Personalien zu urteilen, kam Herr König aus Berlin und war dort ist auch nur Jast gewesen. War dort Professor an der Universität. Ah. Zwar eremitiert, oder wie heißt das? Was war der? Eremitiert, oder wer ist das? Emeritiert. Emeritiert. Sie meinen, er war nicht mehr im Dienst. Er war von der Universität außer Dienst gestellt. Ja, genau. Wissen Sie, in welchem Fach er unterrichtete? Weil er mit Forschung beschäftigt. Nein, das weiß ich nicht. Ich kannte ihn noch gar nicht. Ich habe nur seine Unterlagen gesehen und da steht das drin. Aber der war ein älterer Mann, ne, der Tote? Ja. Also passt das auch. Nicht, dass der jetzt zurückgetreten ist oder irgendwas anderes macht. Okay. Wissen Sie denn, weshalb er sich hier in Camborne aufgehalten hat? Nein, keine Ahnung. Wir haben ja gerade erst angefangen. Also Camborne ist jetzt auch eine Stadt mit 40.000 Einwohnern, ne? Ist kein ganz kleines Kaff. Tja. Ja, wie werden Sie in Ihren Untersuchungen fortfahren? Wie gesagt, erstmal wird die Gerichtsmedizin drauf schauen und uns fehlt halt immer noch das Motiv. Ich hole das Fenster auf, mal um frische Luft rein, das war sehr fürchterlich. Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, wir werden jetzt die Gerichtsmedizin drauf schauen lassen. Dann werden wir uns in seinem Hotelzimmer umsehen, denke ich, um zu schauen, ob es dort irgendwelche Indizien gibt, die uns weiterbringen. Ja, gut, dann würde ich sagen, da Sie noch am Anfang dieser Ermittlungen stehen, gehen wir zur eigentlichen Grund über, warum wir hier sind. Mr. Carpendale hat uns hierher geschickt. Mr. Carpendale, ja, da war ja noch etwas, das hatte ich schon ganz aus den Augen verloren. Ja, was hat er Ihnen denn erzählt? Er hatte mir erzählt, dass Sie besondere Ermittler wären, die in nicht ganz klassischen Fällen ermitteln würden und dass Mr. Carpendale in Amerika zu einer PIS-Gesellschaft gehört, die nun auch über die hier irgendwie forschen möchte und ein Forschungsunternehmen aufbauen will. Ja. Und inwiefern sind Sie dann unser Ansprechpartner? In genau solchen Fällen, wie das gestern Abend passiert ist, wenn irgendwelche Dinge passiert sind, die wir uns nicht so genau erklären können oder die seltsam sind, dann wäre PIS eine Organisation, die wir ansprechen könnten. Nun, dann haben Sie uns gerne an Bord, wenn Sie dazu möchten. Ja, gerne. Deswegen wäre es halt auch interessant zu erfahren, wenn Sie irgendwelche Fortschritte machen, dass Sie ja, uns dann Dann möchte ich, Sie gerne, möchte ich Sie gerne einweihen. Die Untersuchung in Zimmer 104 habe ich schon vorgenommen gestern Abend und musste feststellen, dass er offensichtlich Nachforschungen gemacht hat über historische Dinge im Ausland und auch in ihrer Universitätsbibliothek offensichtlich dort was gelesen hat und ein oder andere Buch und offensichtlich etwas ersteigern wollte. Auktionshaus hier, Altenberg war glaube ich der Name. Ja. Ja, vielleicht wäre das eine der nächsten Anlaufstationen, die wir abgehen würden. Und da dann mal etwas näher herausfinden, was er vielleicht ersteigern wollte. Die Versteigerung war wohl letzte Woche. Ja, dann würde ich sagen, machen Sie das doch einfach. Wunderbar. Ich denke, wir sind auch zwei Schritte voraus. Es ist klar, dass Sie auch andere Dinge hier zu tun haben. Wir unterstützen Sie nach Ja, das hört sich gut an. Ich habe sowieso viel zu wenig Männer in Doppelschichten. Und dann kann ich mich um die anderen Dinge kümmern und weiß, dass ich Fachmänner habe, die sich mit solchen Dingen auskennen. Und Sie haben jetzt auch eine Fachfrau dabei. Das müssen Sie auch sehen. Frau Professor Swan ist besonders auf diese ägyptischen Sachen eine Spezialistin. Das hört sich sehr interessant an. Wir werden gucken, was wir finden und halten Sie auf dem Laufenden, würde ich sagen. Und Sie schauen sich vielleicht für uns einmal um, was Wenn wir ich hier... Etwas erfahre, dann werde ich Ihnen auf jeden Fall Bescheid sagen. Ja, ich hörte, dort oben gibt es noch dieses kleine Dorf Hubhüttel. Wenn es das noch gibt, Hubhüttel, dann könnten Sie uns vielleicht dort ein Haus besorgen oder dergleichen. Hubhüttel? Da ist doch der Hund begraben. Ja, eben drum. Das ist vielleicht etwas unauffälliger. Die PIS-Gesellschaft mag es gerne, wenn sie auch zurückgezogen haben. Ist da nicht letztens ein Haus frei geworden, als der dieser Monolith umgestürzt ist? Dieser Vorortsversteher. Meine irgendwas stand war in da. Den Zeitungen, ja. Komisch, ja. Der Jäger oder wie er hieß, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn Sie mal schauen, was ich erkundige mich mal, ich höre mich mal. Wunderbar, das finde ich prima. Mein Schwager macht den Häuser. Ah. Ich mache immer den kleinen Witz, das ist aber ekelhaft, aber... gut, ich werde mich umhören, Sie hören sich um und dann können wir ja sehen, weitergeht. Wie viel Einfluss hat die PIS-Gesellschaft denn jetzt, sag ich mal? Also könnten wir wirklich da mit der Polizei zusammenarbeiten oder sind wir wirklich nur so, so belächelt ein bisschen? Wir arbeiten mit der Polizei, mit den Deutschen hier zusammen. Wir haben aber nichts Schriftliches darüber. Aber unsere PIS-Marken haben wir ja, ne? Ja. Ja. Wir kommen aus dem Ausland und sind damit bestimmt Da mache ich erstmal für alle Cthulhu-Bestellungen, mache ich so Piss auf, die auf die Pakete kommen. Da möchte ich noch einen nachträglich wieder haben.
Ah, das mache ich, Freunde. Das sollst du auch als Stuff machen, so eine Marke. Ja. Fluff, ne? Fluff, so. Fluff. Ja. Als Fluff. Eine Peace-Marke. Wie der Ausweis vom Superhelden-Club. Ja, genau. Genau. Bin ja, gut. Ja. Ja, gut. Nun, wir haben noch nicht alles. Ja, würden wir gehen, oder nicht? Hat noch einer eine Frage an Herrn Pohl? Die Dame, haben Sie noch eine Frage? Ich überlegte gerade, Dr. Payne, Sie hatten gestern im Dunkeln nicht so die Gelegenheit, den Körper des Leichnams genauer zu untersuchen. Wenn er gerade hier vor Ort ist, wollen Sie ihn sich noch einmal ansehen? Wenn ich darf, ich... Er würde auch nicht dran rumschnibbeln. Natürlich, wenn Sie die Leiche noch mal sehen möchten, können Sie das gerne tun. Ich glaube halt nicht, dass ich hier viel neue Sachen rausfinden kann. Ich werde mir gerne nochmal angucken. Wir könnten einmal schauen, Albert, ob die Klinge vielleicht etwas genauer zu beschreiben ist. Ob es eine dreieckige ist oder eine zweischneidige oder wie auch immer. Ja. Dass wir das vielleicht rausfinden. Dann würde ich nochmal mir die Leiche angucken wollen. Ja, ihr geht runter in die gekachelten Räumlichkeiten, wo die Leiche aufgebahrt ist auf so einem Blechtisch. Du siehst, dass da dieses ganze Werkzeug neben liegt und dir wird jetzt, also er liegt ja unter so einem Laken und du siehst, dass das total durchgesaftet ist. Du ziehst das Laken weg und darunter liegt dann halt dieser leblose Körper des Mannes. Und du siehst jetzt erstmal diese ganzen Einstiche. Das Blut. Ja. Ja, ist noch da. Wurde noch nicht abgewaschen. Und ja, du guckst dir die Wunden ganz genau an und guckst halt auch, wie tief die gehen und sowas. Und du vermutest, dass es wirklich eine sehr schmale, spitze Klinge war, ähnlich wie bei einem Bajonett, wie du es schon gesagt hast, die ungefähr 30 Zentimeter lang ist. Also so. Aber zweischneidig, nicht so ein Dreikant. Nee, zweischneidig, ja. Und nicht gezackt oder geflemmt. Also wie ein langer, schlanker Dolch. Mhm, Also mehr als das. Ansonsten würde ich mir sonst noch irgendwelche Markierungen hat. Irgendwas, was mir, keine Ahnung, Hexenmale oder ja, hast du nicht gesehen. Ja, du schaust dir den Körper an, ob der vielleicht irgendwelche Tätowierungen hat oder irgendwelche seltsamen Muttermale oder was weiß ich. Kannst aber nichts Seltsames ansonsten finden. Dr. Payne, eine Frage. Die Haut, die Energie, haben Sie das Gefühl, ich erinnere mich an die Mr. Esther weiß da besser, aber die fettsaugenden Vampire, sie haben den Körper wie ausgedörrt. Ist auch hier irgendwie festzustellen, dass er schneller gealtert ist oder seine Lebensenergie irgendwie aus ihm gesaugt wurde? Da liegt bestimmt irgendein Klemmbrett rum, wo halt so die persönlichen Daten draufstehen. Würde ich mir mal angucken, das Alter, würde mal ihn vergleichen. Wahrscheinlich ist das alles gleich, oder? Das sieht alles passend aus, ja. Also vom Alter her, das passt, das Aussehen. Verdörrt, nein, auch nicht. Blutverlust, von Stichwunden her typisch. Also es scheint wirklich ein reiner Mord mit 37 Stichen zu sein. Nun, vielleicht haben wir dann das Glück, dass doch noch kein Ritual vollzogen wurde. Naja, wie war das? Die Auktion, die war schon letzte Woche, ne? Sagten Sie, Herr Esther. Oh. Haben wir ja irgendwie auch noch, also wir haben ja schon die Pistole nicht gefunden gehabt. Das lag jetzt aber an mir, weil ich es einfach stumm vergessen habe. Also an der Pistole war aber auch nichts Interessantes dran. Nein. Oder so. Außer, dass halt das Magazin nicht leer war, sondern komplett gefüllt und kein Schuss abgegeben wurde. Sonst irgendwelche... Und dass man normalerweise in Deutschland in diesem Jahr nicht einfach an eine Pistole kommt. Gerade nicht als Professor in Berlin. Okay. Wäre vielleicht die Möglichkeit, dass er sich die Pistole in der Kneipe besorgt hat? Sagt er auf Hochdeutsch.
Das, wo er sie her hat, der kann sie vielleicht auch aus Berlin mitgebracht haben. Wer weiß das schon? Das ja, aber ich meine jetzt die Hinweise, die wir gefunden haben, deuten ja so ein bisschen seinen Gang an. Wenn ich bei meiner Theorie bleibe, dass er etwas ersteigern wollte, was er nicht bekommen hat und sich dann mit jemandem in Kontakt setzte, der diese Sache, diese Waffe, nehme ich an, ersteigert hat, hat er sich zur Sicherheit vielleicht vorher in der Kneipe, man müsste sich die Kneipe eben angucken, ob das so eine zwielichtige Geschichte ist, eine Waffe besorgt und zur Absicherung und dann eben zu dem Treffen gegangen und hat sie dann aber ja nicht zücken können. Ja, es bleibt eine Theorie, der wir jetzt nachgehen sollten. Ja, also da müssen wir halt gucken. Also ich tatsächlich schon auf die Bibliothek. Ja, was sollen wir zuerst in Angriff nehmen jetzt? Die Bibliothek oder den ich würde fast sagen eher das Auktionshaus? Ja, wir können natürlich erst ins Auktionshaus gehen und rausfinden, wer was ersteigert hat, vielleicht auch was denn versteigert wurde. Wenn es genau, und dann in der Bibliothek vielleicht nachgucken, was es für Informationen zu diesem Gegenstand gibt. Und ich gebe zu, da haben Sie recht, das macht durchaus Sinn. Und danach können wir vielleicht auch noch mit den Kollegen in Berlin von dem Herrn König Kontakt aufnehmen. Vielleicht hat er dort mit jemandem zusammengearbeitet. Ja. Ja, es wäre auch sinnvoll herauszufinden, was er tatsächlich gelehrt hat. Auch das vielleicht, könnte uns weiterhelfen. Vielleicht können Sie, Professor, auch nochmal bei der Universitätsleitung vorstellig werden. Vielleicht hat er auch da schon geäußert, worum sein Forschungsauftrag geht oder so. Aber es hieß ja, dass er einen, wie sagten Sie, Sabbatjahr gemacht hat. Nein, er war emeritiert. Das ist so etwas wie ein Ruhestand für Professoren. Na, lehrt nicht mehr aktiv, ja. Wie viel Geld war das denn? Ist das so, was ein Professor im Ruhestand haben kann, Geld? Oder ist das so... Es war ungewöhnlich viel Bargeld. Wenn ich jetzt hier von unseren Verhältnissen ausgehe, würde ich sagen, hatte der so 8.000 Euro dabei. Ja, okay, das kann er aber, also ne, das kann man auch im Ruhestand locker haben. Es ist jetzt nicht so, dass es halt jetzt irgendwie... Ja, ohne aber da rennt sie jetzt nicht gerade mit durch die Stadt, wenn du jetzt gerade nicht ein Auto kaufen willst oder so, oder ein Motorrad. Nee. Was wir vielleicht auch machen können, ist mal bei der Bank vorbeigehen. Und fragen, ob er das Geld hier abgehoben hat. Ich merke, wir haben viele gute Ideen, doch sollten wir uns doch vielleicht direkt auf den Weg zum Auktionshaus machen, bevor dort Mittagszeit ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, Miss Brown soll uns nächste Woche wieder zukommen oder heute Abend. Oh, das freut mich sehr. Dann werde ich meinen Bibliotheksbesuch vielleicht mit ihr machen. Ach. Zwei sind auf jeden Fall besser als keiner. Wir sind da sehr eingespielt mittlerweile. Ja, Mr. Aston, das klappt noch nicht so ganz gut mit der Bibliothek. Da sind Sie wohl die besseren Ansprechpartner. Ja. Nun gut, dann würde ich fast sagen, cutten wir an dieser Stelle. Bevor wir in die richtigen Ermittlungen reingehen, ein bisschen was habt ihr ja schon rausgefunden und erfahren. Und dann hoffen wir, dass unsere Michaela am Wochenende oder nächste Woche wieder fit ist. Sehr krass ist, meine Frau ist nämlich auch gerade wieder krank. Der Kleine war letzte Woche krank, jetzt ist sie wieder krank. Wie sieht das ehrlich gesagt so ein bisschen nach Corona aus, ey? Also drück die Daumen, dass der Kelch an mir vorübergeht und dass da alles gut ist. So, Freunde, aber jetzt haben wir ein Problem, ne? Wir haben jetzt hier 999 Follower. Also wenn irgendeiner jetzt hier noch zuschaut, Max Holmes, ja, wenn hier noch einer zuschaut, der noch nicht gefollowt hat, dann hat er jetzt die Gelegenheit, der tausendste Follower zu werden. Und vielleicht eine Pissmarke zu gewinnen. Ey. und der Lukas kann schon mal gucken, wen wir raiden. Während wir darauf warten, dass wir den tausendsten Follower haben. Ich bin für die Alrix. Die Alrix spielen? Ja. Das sind nette Leute, da finde ich absolut in Ordnung. Alrix. Mhm. Ach, die Alrix oder was? Die Alrix. Alrix.
Jo, die Alex Special Event machen die irgendwie. Haben wir 1000 Follower? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, die spielen Hero Quest, wie geil. Hm. Boah, cool. Ja, das spiele ich jetzt im Moment jeden Samstag. Ja, ja, spiele ich auch ganz gerne mit meinen Kindern. So, gut, machen wir einen Raid. Auf jeden Fall. Und dann kommt mit zu die Alrix. Schaut aber beim schlachtenwüter.de rein, aber Wüter mit UE.